Sie haben Ideen, Sie haben Visionen, Sie haben Unternehmergeist und jetzt wollen Sie beweisen, dass Sie auch auf dem Markt bestehen können. In Duisburg läuft die Demo Night. Da werben junge Gründer für ihr Unternehmen, sie werben um Partner und natürlich auch ums Preisgeld. Das Ganze jedes Jahr an einem anderen, oft ungewöhnlichen Ort und heute mitten in der City, in der ehemaligen Galeria Kaufhof. Ja, dieses Kaufhaus, das hat es auf dem Markt nicht geschafft und ausgerechnet hier können sich jetzt Start-ups präsentieren. Maxi Savas war für uns dabei. Ja, hier wurde früher gebummelt, man glaubt es kaum. Und heute zieht genau dieser Ort ganz viele Start-ups an. Statt vollgepackter Regale gibt es innovative Ideen am laufenden Band hier bei der Demo Night 2024. Und da wartet auch schon Rasmus Beck, Organisator der Demo Night und neuer Mitarbeiter, ist auch mit dabei. Ja, bis vor kurzem stand er noch hier im Schaufenster und heute wieder im Mittelpunkt. Tatsächlich bringen Sie auch diesen Ort wieder so ein bisschen in den Mittelpunkt und es liegt so ein Hauch von Neuanfang in der Luft. Aber wie können all diese innovativen Ideen, die Sie hier heute sammeln, Fuß fassen in einer Stadt wie Duisburg, in der es ja ein Kaufhaus nicht geschafft hat? Wir sind eine Stadt der Transformation. Wir wollen nicht nur die alten Kaufhäuser wieder transformieren und sie zu lebenswerten Orten machen, sondern wir transformieren auch unsere Industrie, wir transformieren unser Stadtimage. Und dabei ist die Demo Night für uns ein ganz, ganz wichtiges Format, weil hier junge Unternehmen zusammenkommen mit der Uni und mit unserer Großindustrie. Sie haben besondere Challenges hier, richtig? Ja, absolut. Wir arbeiten zusammen. Das ist nicht nur ein netter Abend, wo wir Leute einladen und Startups, sondern wir haben schon ein halbes Jahr gearbeitet. Heute werden konkrete Lösungen auf ganz konkrete Herausforderungen präsentiert und das macht das Format auch so besonders. Das klingt spannend und genau so eine Challenge schauen wir uns jetzt mal genauer an. Für echte Probleme Lösungen finden, darum geht es. Bei den Challenges hier bei der Demo Night, 80 Aussteller, 80 Startups zeigen hier ihre innovativen Lösungen. Und einer davon ist Christopher von Aeroleite. Du bist echter Duisburger und ein echter Start-Upper. Jetzt erzähl mal, welche Herausforderungen und Vorteile vielleicht auch gibt es in einer Stadt wie Duisburg, die es in einer anderen Stadt für Start-ups nicht gibt? Die Vorteile in Duisburg liegen ganz klar auf der Hand. Wir haben eine bestehende Infrastruktur, viel Industrie, super Anbindung und die Herausforderungen sind überall gleich. Wir müssen halt Technologie an den Start bringen und die Hürden sind in jeder Stadt gleich. Aber wir nutzen die Vorteile und sehen riesige Chancen in der Industrialisierung in Duisburg. Vielen Dank. Neben vielen innovativen Ideen geht es in der Demo Night auch darum, Klischees und Vorurteile in der Arbeitswelt abzubauen. Und eine, die es wissen muss, ist Anaïta Esmaïl Sadé. Du bist Unternehmerin und Bestseller-Autorin und du bist eine Frau. Welche Vorurteile müssen denn und vor allen Dingen welche Hürden müssen denn vor allen Dingen Frauen auch in der Startup-Szene meistern? Die ganze deutsche Wirtschaft ist ja sehr männlich dominiert. Das gilt auch für die Startup-Welt. Und in dem Zuge werden Frauen in der Startup-Welt mit ganz diversen Hürden konfrontiert. Also zum Beispiel, dass ihnen Zugang zu relevanten Netzwerken fehlt. Oder auch, dass sie bei Finanzierungsrunden leer ausgehen. Männer investieren nachweislich lieber in andere Männer als in Frauen und die meisten Investoren sind nun mal männlich. Jetzt nochmal mit Blick auf das gescheiterte Kaufhaus hier. Was müssen Startups leisten, damit sie nicht das gleiche Schicksal ereilt? Startups müssen genau das leisten, was auch für alle anderen Unternehmen gilt, und zwar nicht arrogant zu sein, nicht am Status quo festzuhalten und sich zu denken, hey, das, was wir jetzt haben, funktioniert gut. Wir machen genau das die nächsten X Jahre. Wir wissen alle, wie das Ganze bei Nokia ausgegangen ist. Und in dem Zuge wirklich zu schauen, dass man sich dynamisch immer wieder anpasst und sich weiterentwickelt. Vielen Dank, Anaïta. Die Demo Night hier im Galeria Kaufhof, ein Ort mit Geschichte und gleichzeitig vielleicht ja auch gerade deswegen ein Symbol für die vielen Chancen, aber auch Herausforderungen, denen sich die Startup-Szene in Duisburg gegenüber sieht.